letzte Stück. Boah, ganz viele Bäume. Boah, krass. Dass wir da durchgekommen sind, das grenzt hier an ein Wunder. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Und ja, wir hatten ja viel Spaß mit dem R8, den wir im Hintergrund sehen, der sich hier von Daniel gewünscht wurde. Und ich würde sagen, weil die TWIF-Veranstaltungen so geil sind, machen wir gleich die nächste. Und ja, erstmal müssen wir die Autotour fortsetzen nach Castelletto machen. Und da möchte ich wählen. Moment, müssen wir erstmal wählen. Ja, gewünscht hat sich hier erstmal der gute Mr. Makala, den Jeep Wrangler Rubicon. Er hat geschrieben, ich würde mich freuen, das Fahrzeug in der Offroad-Meisterschaft zu sehen. Das Tuning kannst du machen, wie es dir gefällt. Die Leistung sollte so zwischen 350 und 400 PS liegen. Ja, wunderbar, das ist das, der Wunsch. Und er dachte, ich komme vor dem großen Finale, machen wir doch nochmal was Offroad-Technisches, machen wir nochmal Offroad. Und wieso nicht? Und deswegen Offroad. Und ich glaube, das ist einfach unter einem ganz normalen Offroad zu finden. Und da haben wir, ja, dann könnten wir den Jeep Willis nehmen, aber der ist nicht gewünscht worden, sondern eben dieser Jeep Wrangler. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Ja, hier ist er auch schon, dieser Jeep Wrangler Rubicon ist gewünscht worden. Auswahl hätten wir noch zum Hammer H1 und zum Land Rover Defender. Aber wie gesagt, wir nehmen den Jeep Wrangler Rubicon, tunen den dann auf die gewünschte 350 bis 400 PS. Also da können wir noch ein bisschen was reinbauen, auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, den wählen wir jetzt. 29.000 Credits, das ist nicht die Welt. Den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. So, gucken wir, ob es hier schon ein geiles Design oder so gibt. Ansonsten, ja, müssen wir mal gucken. Jurassic Park Design, das ist ja natürlich geil. Was haben wir hier? Okay. So ein Ding-Design. Das Jurassic Park finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ne? Es hat was, ne? Ist mal so ein bisschen was anderes, was Lustiges. Was gibt's denn hier noch? Aus vielen Militärdesigns. Weiß nicht, soll man so ein Jurassic Park nehmen? Also der gefällt mir auch ganz gut hier. So ein Jurassic Park hier, der sieht so aus. Okay. Weiß es nicht. Also der gefällt mir nicht, der ist so verzerrt irgendwie. Der ist so, ja, nicht schlecht. Der ist so, ich weiß es nicht. Weiß es nicht, Jurassic Park. Also der gefällt mir eigentlich ganz gut. Und der hier gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie die tatsächlich aussahen. Waren das auch so Jeeps? Ich weiß es gar nicht. Soll ich mal parallel gerade mal googeln? Ich google mal, ich habe einen PC hier neben mir. Google ich einfach mal, ein bisschen blöd jetzt hier, ich muss ein bisschen vom Mikro weg. Also wenn ihr mich nicht gerade gut, nicht gut versteht, tut es mir gerade leid, Moment. Jurassic Park. Ganz spontan heute sind wir heute. Spontane Jurassic Park Jeep Wrangler. Okay, gehen wir mal ein hier. Gucken wir uns das nochmal an. So. Da haben wir das ganze gute Stück. Originalgröße. Ja, da kommt der hier, dem auf jeden Fall schon mal nah auf dem Bild, und der andere hier ist ein bisschen zu hell, der ist zu hell. Also dann nehmen wir tatsächlich den hier, würde ich sagen. Oder den hier. Ne, den hier, der kommt hin. Oder suchen wir nochmal. Ich suche nochmal, vielleicht gibt es ja noch andere. Nachbildung ist vielleicht ganz gut. Original, weiß nicht, gucken wir mal. Oder noch mehr finden, oder auch mehr halt direkt Jurassic eingeben sollen. Ja, da kommt jetzt erstmal nichts in der Richtung. Ja, ich suche mal direkt nach Jurassic. Oh, jetzt muss ich ja wieder. Jurassic. Sollte mal reichen. Park muss ich jetzt nicht dazu schreiben. So, da findet er auf jeden Fall schon mal einiges. Hier so ein Jurassic Park Offroad Monster. Okay, das sitzt ohne Logo. Das sitzt. Okay, das gefällt mir nicht. Das hatten wir schon gerade eben. Nee, nee. Nee, also die sind gar nichts. Nehme ich tatsächlich der hier, oder? Der hier nehmen wir jetzt einfach. Der kommt dem, glaube ich, so am,
am nächsten, würde ich sagen. Oder der hellere. Nein, wir nehmen jetzt den hier. Ein bisschen, das ist ein bisschen dunkler gewesen. Den nehmen wir, wählen wir jetzt. Genug Zeit vergeudet, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass Mr. Makala, wenn man das hoffentlich spricht, man das so aus, zufrieden ist mit dem Design. So, jetzt kann ich mich auch wieder nach vorne richten, nicht wieder auf den PC gucken. Dann hört ihr mich jetzt auch wieder besser. Hoffe ich zumindest, dass ihr mich besser hört. Kriegen wir jetzt auch einen Erfolg. Grundstein für eine Sammlung. Ja, wahrscheinlich, weil wir halt jetzt echt genug Autos haben. So, wird gespeichert, lädt ein bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Ladenzeiten werden immer länger. Ist echt furchtbar. So, jetzt. Absolvierte Schaurennen 6. Ja, in der letzten Folge, letztes Schaurennen absolviert gegen ein großes Flugzeug. So, jetzt fahren wir erstmal mit dem Jeep nach Castelletto. Wirklich eine gute Show geliefert. Unsere nächste Etappe führt uns nach Castelletto. Denkt dran, hier geht es nicht ums Rennen, sondern um die Fahrt ins Blaue. Genießt sie. Das Radio mit einer wichtigen Meldung. Ja, auf jeden Fall. Wir ziehen weiter. Der Konvoi ist auf dem Weg nach Castelletto, unten an der italienischen Küste. Einige vom Hospital-Team sind auch unterwegs. Lust auf eine DJ-Einlage von Danny Bird bei Sonnenuntergang am Strand? Yep, habe ich mir gedacht. Wir sehen uns dort. Oh, da kann man richtig driften im Regen. Ja, man merkt gleich mal, ist im Offroader. Der wippt hier links und rechts. Das ist echt der Wahnsinn. Ach, und falls ihr euch gerade gewundert habt, wieso ich still war, ich habe den Radio mal aussprechen lassen. Ne? Wollen wir ja mal auch mal ausreden lassen, was der so labert. Und gucken wir mal. Und jetzt wird auf jeden Fall gerade das Wetter schön, dann können wir auch in die Außensicht gehen. Ja, sieht auf jeden Fall lustig aus hier mit dem Jurassic Park Design. Ich glaube, das ist ganz witzig, mal sowas mal so drauf zu machen. Ne? Passt ja auch wirklich ganz cool. Jetzt müssen wir aber hier erstmal nach Castelletto, dann noch das Auto ein bisschen aufbauen, ein bisschen Offroad-technisch nochmal aufpimpen und ja, und dann einfach mal gucken, wie der so abschneidet. Vielleicht können wir ja noch ein Rennen fahren, ich weiß nicht, ob das von der Zeit her reicht. Spätestens in der nächsten Folge können wir dann mit dem richtig Gas geben. So, viel Verkehr. Wie gesagt, hier ist kein Rennen, wir möchten hier einfach nur ganz cool nach Castelletto fahren. Ich erinnere mich, ganz am Anfang vom Let's Play haben wir die erste Meisterschaft in Castelletto gehabt und sind dann nach Nisa gefahren. Jetzt tun wir es gerade andersrum. Ich bin auch echt gespannt, wo wir die letzte Meisterschaft fahren werden. Vor allem bin ich dann auch für dieses erste große Finale gespannt. Und da müssen wir auf jeden Fall noch ein Auto finden. Dann müssen wir auch mal gucken, was wir da so nehmen. So ein paar Autos schwirren mir da schon im Kopf rum, was ich nehmen könnte. Aber was für ein Auto soll ich nehmen? Das ist halt echt so die Frage. Aber da gucken wir mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ein paar Folgen haben wir noch. Auf jeden Fall freue ich mich wieder, dass wir hier wieder in einer TWIF-Veranstaltung sind. Ja, und vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was TWIF ist. Ich sag's immer wieder gerne und immer wieder. Ja, ich wiederhole mich auch gerne. TWIF ist ein Format, haben wir ins Let's Play integriert. Das bedeutet, du wählst, ich fahre. Das heißt, ihr dürft wählen, was für ein Auto ich hier im Let's Play fahren soll. Es geht ganz einfach in den Kommentaren, nee, nicht in den Kommentaren, in der Beschreibung ist ein Formular verlinkt, das müsst ihr einfach ausfüllen. Da könnt ihr eintragen, was für ein Fahrzeug ihr haben wollt. Mit ja, Wunsch-Tuning, Wunsch-Design, wie auch immer. Oder ja, ihr könnt auch mir sämtliche Sachen überlassen. Ihr könnt auch nur das Auto wünschen. Ihr könnt aber auch sagen, nee, lass alles Standard. Das wurde auch schon gewünscht. Aber ein Serienfahrzeug. Und ja, wieso auch nicht? Und ja. Das ist halt groß und ganz dieses TWIF und das, wie gesagt, macht auch riesig Spaß, weil das sind Autos, die ihr wünscht. Das sind so Autos, die ich niemals fahren würde, wie jetzt diesen Jeep. Den hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich nie ausgepackt. Und dann bin ich einfach froh drum, dass ihr da seid, die echt so Wünsche haben, die echt mal was anderes wünschen. Und da freue ich mich auch, das zu zeigen, weil dann weiß ich, da ist auf jeden Fall jemand da, der das sehen will, der das Auto sehen will. Und das macht es wirklich besonders. Und ich glaube auch für euch, die vielleicht eben diesen Jeep nicht gewünscht hätten oder auch nicht auf dem Plan hatten, freuen sich jetzt trotzdem darüber, dass sowas mal gezeigt wird, dass wir hier mal die Breite an Autos, die wir hier im Spiel haben, einfach zeigen können. Das ist doch einfach ganz geil. Und ja, wie gesagt, ihr könnt drauf loswünschen. Und gerade nach dem großen Finale werde ich sowieso eine TWIF-Folge nach der anderen raushauen. Da könnt ihr euch sicher sein. Da werden wir, da werden wir nicht irgendwie unnütz irgendwelche Autos fahren und eure Wünsche werden hier irgendwie links liegen gelassen. Nein, nein, eure Wünsche kommen auf jeden Fall dran, da könnt ihr euch sicher sein. Müsst ihr keine Sorgen haben.
So. Boah, sind wir auch fast in Castelletto angekommen. Noch 3 Kilometer hier die Küste entlang. In Caterham. Auf dem Weg. Ja, aber er fährt ganz ordentlich, muss ich sagen. Zieht ganz ordentlich von so einem Offroader. Nicht schlecht. Bin auch mal gespannt in Castelletto, was für Offroad-Rennen wir jetzt da haben. Wow, wer drückt sich denn da rein? Ah, ein Huracan. Dann lassen wir ihn halt mal hier irgendwo vorbei. Will aber nicht vorbei. Sie wollen lieber rammen. Ne? Das ist halt wieder so typisch Treibertare. Lieber rammen. Ne? Ihr wisst auch, die fahren in dich rein, halten an, setzen zurück und fahren nochmal in dich rein. Weil sie es halt einfach gerne machen. In einen reinrammen. So, ja, lass mich mal vorbei. Hier haben wir noch ein Musielago gehabt. So, jetzt aber hier geht's bergab Richtung. Ja, dann werden wir nochmal hier von hinten angeschoben. Geht gar nicht. Auf jeden Fall, ja, 1 Kilometer noch. Dann sind wir im Ortskern von Castelletto. Dann haben wir es geschafft. Und dann können wir das Auto hier, unser Jurassic Park Monster, auftunen. Ja, wir müssen es auf jeden Fall richtig auftunen, weil wir müssen hier vom großen T-Rex abhauen. Ne? Das ist das Ziel. Da müssen wir einen richtigen Power-Fahrzeug haben. Vor allem, was unten raus richtig pusht. Das ist das Ziel. Das machen wir auch. Wir machen hier ein richtiges Offroad-Monster draus. Wie gesagt, die Vorgabe ist ungefähr 350 bis 400 PS. Ich werde hier echt mächtig angeschoben. Das geht mir gerade echt auf den Piss. Lassen wir die doch einfach alle mal vorbeiziehen. Und da sind wir auch angekommen. Gucken wir mal, was wir da so für Meisterschaften haben. Okay, eine Offroad-Meisterschaft. Hier gehen ein paar richtige Monster an den Start. Ich kann kaum erwarten, sie im Gelände zu sehen. Okay, such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft zu beginnen. Ja, und ihr seht, wir sind hier nicht direkt in Castelletto drin, sondern eher Umgebung. Klar, Offroad müssen wir auch Offroad fahren. Seht da, das sind alles Offroad-Strecken, die wir hier bewältigen dürfen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber wie gesagt, jetzt fangen wir erstmal an, das Auto aufzubauen. Und dann hoffe ich, können wir auf jeden Fall noch ein Rennen fahren. So, Stufenaufstieg, den machen wir auch noch schnell. Dann gucken wir mal, was wir da vielleicht gewinnen können. Vielleicht was Cooles. Oder ganz wenig Geld. Ne? Wenig Geld, wer braucht schon viel Geld? Wir nehmen lieber wenig Geld. So, jetzt aber. Also optisch haben wir ja schon erledigt. Dann würde ich sagen, geht es natürlich hier Fuhrpark und dann Upgrades und individuelle Upgrades. Ja, bei mir läuft's gut, Ashley. Und wie läuft's bei dir? So, jetzt gucken wir mal, was wir optisch hier noch ändern können. Oh, da können wir eine Menge noch machen. Hier ist eine andere Jeep-Schürze. Oh, das passt doch perfekt hier. So mit Haken. Ne? Muss ja hier so ein richtiges Jurassic Park-Mobil sein. Ne, so mit, wie nennt man das? Seilwinde, ne? Seilwinde nennt man das, ja. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall dran, eine Seilwinde. So, was haben wir heckflügeltechnisch? So ein Dingflügel, ja, den brauchen wir unbedingt. Nein, das sieht furchtbar aus, weg damit. Was haben wir heckschürzentechnisch? Da haben wir sowas. Hm. Ja, einerseits, nee, aber der Auspuff sieht geiler aus, wenn wir den hier machen. Also nehmen wir den. So, ganz einfach. Außerdem passt dann zu vorne. Das haben wir Seitenschweller technisch. Nummer von Jeep. Ja, machen wir auch. Komm, also. Wir möchten halt anders wie Serie, ne? So, was haben wir hier? Okay. Geil, guck mal hier mit so einem Dingrohr. Das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht. Vor allem haben wir dann unnötig nochmal einen Auspuff, oder? Das soll ja auch ein Auspuff sein, schätze ich mal, oder? Ja, ja, nochmal so einen zusätzlichen Auspuff. Ja, das ist halt scheiße, weil dann man kann die Schrift da oben nicht mehr so lesen, ne, was ja eigentlich dazugehört. Aber ich finde es einfach geil, so ein Ding. Und das symbolisiert einfach, was für ein krankes Monster es sein soll. Und dann würde ich sagen, machen wir es doch einfach hier drauf, oder? Scheiß drauf, was oben drauf steht. Wir machen jetzt halt den getunten Jurassic Park 18K, ne, hier. Wie gesagt, wir müssen ja auch hier vom T-Rex abhauen können. Aber brauchen wir auch Power. Sieht es doch einfach geiler aus. Mal zurück. So, dann haben wir da schon mal optisch einiges getan. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Was können wir hier dann an den Umbauten machen? Wir können den Motor wechseln. Wir könnten auf einen V8-Motor. Ich weiß nicht, was da standardmäßig drin steckt. Das weiß ich nicht. Das kann man leider nicht rauslesen. Hier könnten wir auf Heckantrieb, was Quatsch wäre. Und ansaugtechnisch könnten wir noch einen Verdrängungslader reinmachen. Turbo können wir jetzt leider nicht reinmachen, so wie es aussieht. Das ist nicht. Kann man auch nicht einbauen. Okay, also wir können jetzt kein so mega krasses Ding machen. Könnten aber hier echt so einen Verdrängungslader, also einen Kompressor reinknallen.
So, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, auf wie viel KW wir kommen. Ich glaube 300 KW ungefähr. Dann sind wir zwischen 350 und 400 PS. Also 300 KW. Dann können wir eigentlich so einen Verdrängungslader könnten wir ja eigentlich reinhauen, oder? So, warum nicht? Machen wir jetzt einfach mal. Haben wir noch nie eingebaut. Machen wir jetzt einfach einen Kompressor rein. Warum nicht, ne? So, das ist jetzt erstmal das. Aber jetzt machen wir natürlich auch noch was für ja, die Optik. Ne, für die Bodenhaftung. Da würde ich auch wieder sagen, da lassen wir die Standardreifen. Weil die anderen sind auch irgendwie dünner, ne? Seht ihr das? Die werden immer dünner. Und außerdem wollen wir ja Offroad, also brauchen wir Offroad-Reifen, die standardmäßig drauf sind. Aber wir machen breitere Schlappen drauf. Richtig breite Schlappen, ne? Der muss ja Fläche haben auf dem Gelände. So, da machen wir auch 305er Schlappen hinten drauf. Das ist doch ordentlich. So muss das. So. So, Felgen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da andere Felgen nehmen sollen. Nehmen wir mal hier Spezialfelgen. Was gibt's denn da? Ob es da was Cooles gibt. Oh je. Irgendwas, was auch passt zu so einem Offroader. Ich weiß ja nicht, was gehört auf einen Offroader für Felgen? Nee, gefallen mir nicht. Gibt es hier was Cooles? Ich weiß halt echt nicht, was auf einen Offroader so für Felgen hinkören eigentlich. Also da bin ich jetzt auch etwas überfragt. Machen wir die hier mal. Sieht es cool aus? Ich weiß nicht. Die sehen fast aus wie die Standardfelgen. Ah, ich lasse die Standardfelgen, ganz ehrlich. Ich habe da echt keinen Plan, was da jetzt cool aussehen könnte oder was dazu passen würde. Lassen wir mal die Standardfelgen, die werden schon passen. Ja, Getriebe machen wir in Sportgetriebe rein. Ein bisschen kürzerer Bremsweg. Dann Differential machen wir auch rein. So, das lassen wir. Gucken wir mal, Bremse machen wir eigentlich nicht. 6,9 ist eigentlich wunderbar gut. Für diese eine lassen wir. Jetzt hier Federn. Da machen wir jetzt Federn rein. Das sieht jetzt zwar scheiße erstmal aus, das ist so niedrig, aber das legen wir gleich wieder hoch. Also 9,5 cm ging es nach unten. Ich würde sagen, das ändern wir jetzt gleich wieder. Das können wir nämlich nicht so lassen. 9,5 cm ging es nach unten. Das heißt, das packen wir einfach hier bis auf, was sind denn das? Lass mich rechnen, ja, packen wir einfach auf 38 wieder hoch. Oh, da müssen wir ganz schön hoch. Oh, da können wir aufs Maximale hochgehen, so wie es aussieht. Maximal hoch. Und dann passt es hier wieder von der Höhe her. So, was haben wir denn hier noch? Ups, ja, das hatten wir. Ah, ne, da sind wir schon richtig, ja. Hier haben wir aber trotzdem bessere Stabis. Das Ding so ein bisschen breiter liegen einfach. Stabiler liegen, meine ich. So, breiter liegen, genau. So, was haben wir hier? Hier können wir einen Überrollkäfig reinmachen, weil wir müssen uns ja vor dem T-Rex schützen. Ja, da brauchen wir einen Überrollkäfig. Ne, Quatsch, aber wir machen hier auf jeden Fall so Seitenstreben rein, zur Stabilität nochmal. Ein bisschen Gewicht raus, ne? Wir müssen abhauen können. Wir dürfen nicht so viel Gewicht rumschieben. Also ist 1,5 Tonnen, würde ich sagen, reicht vollkommen aus. Ja, mehr muss da nicht sein. So. Zack. Also das wird ein richtiges Offroad-Monster, das kann ich euch versprechen, so soll es nämlich auch sein. Ja, jetzt machen wir doch andere Felgen, ich weiß nicht, die Standardfelgen finde ich kacke. Jetzt nehmen wir einfach hier mal von den Spezialfelgen, irgendwas sieht doch cool aus. Nee, das passt nicht, so kleine Dinger passen hier nicht. Solche? Die hier, oder vielleicht? Ich nehme jetzt die hier. Zack. Die packen wir jetzt drauf. Einfach andere Felgen. Muss jetzt einfach sein. Zurück. So, ja, jetzt an der Leistung müssen wir jetzt noch was drehen. Und da würde ich mal sagen, ja, Auspuff muss immer hier Bombe sein. Das gucken wir aber erstmal, was wir hier ändern. Also 300 kW, sage ich mal, machen wir. Das ist ein guter Wert. Da liegen wir nah bei 400 PS. Was haben wir denn? Drehzahltechnisch, da haben wir ja eigentlich schon relativ viel. Hier wären wir deutlich drüber. Deswegen Drehzahl passt eigentlich. Müssen wir nicht so mega haben. Aber Hubraum können wir doch. Hubraum. Machen wir ein Hubraum-Monster draus. 4 Liter. Passt. Haben wir auch von der Leistung her. Also 4 Liter Hubraum rein. Auspuff habe ich schon gemacht, ne? Jawohl. Dann müssen wir aber hier auch noch, dass er ein bisschen einatmen kann. Machen wir auch den Rennen. Luftfilter rein. So, jetzt gucken wir mal, was können wir hier denn noch machen. Wir können natürlich jetzt hier den Verdrängungslader auch aufbohren nochmal, aber das ist dann zu viel. Ne, das lassen wir mal. Mal Kolben.
Ja, wir könnten aber gucken, dass wir genau auf 700 kommen. Machen wir genau A700, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Kolben habe ich gerade gemacht, oder? Ne, habe ich nicht gemacht. Das ist aber zu viel. Okay, dann müssen wir gucken, was haben wir denn noch? Kraftstoffanlage. Da kommen wir genau auf 700. Dann nehmen wir das noch, dann sind wir bei 295 kW. Sind wir immer noch in der Vorgabe von 350 bis 400 PS. Passt, würde ich sagen. Sind wir genau bei 700. Vielleicht können wir ja noch eine Schwungscheibe oder so reinholen. Nochmal ein bisschen Gewicht sparen. Ne, passt nicht. Aber vielleicht können wir da noch eine Antriebswelle reinzaubern. Jawohl, eine geht rein. Das sind immer 1,8 Kilo leichter. Ne? Jedes Kilo kommt es drauf an. So, dann gucken wir doch mal. Dann fahren wir doch erstmal jetzt ein paar Meter. Gucken mal, wie das Ganze sich so fährt. Unser aufgepimpter Jurassic Park Jeep. So, jetzt sollten wir doch vom T-Rex abhauen können. Mal zurück oder beziehungsweise auf die Straße. Machen wir kurz mal den Soundcheck. Oh, man hört auf jeden Fall, den Kompressor, dieses Ui. Ja, und der Sound ist doch geil. Also mir gefällt er. Ich würde jetzt interessieren, weil wir jetzt hier einen zusätzlichen Auspuff haben, wenn jetzt Flammen rauskommen würden, ob die dann da oben auch rauskommen würden oder ob das wirklich nur Optik ist. Auf jeden Fall, ja, also mir gefällt er jetzt, so optisch, auf jeden Fall cool. So, jetzt müssen wir aber nochmal kurz gucken, Auto tunen, genau, da machen wir ein bisschen weniger. Man muss nicht alles so hart sein, muss ja auch ein bisschen alles abstraffen können, das lasse ich jetzt einfach mal. Das haben wir gemacht, Dämpfung, da muss ich hier ein bisschen runter. So, da muss ich ein bisschen runter auf jeden Fall. Das darf nicht so zu krass sein. Aerodynamik haben wir nicht. Hier lasse ich auch einfach mal. Ja. Okay, gucken wir einfach mal, wie es sich so fährt. Jetzt fahren wir erstmal ja, zum ersten Rennen, würde ich sagen. Das soll uns Anna den Weg zeigen. Anna? Anna? Autotour fortsetzen. Wunderbar. Okay, die Route zur nächsten Meisterschaftsveranstaltung wird errechnet. Okay, wunderbar. So, dann haben wir wieder XS, das passt ins Gelände. Ja, dann gucken wir nochmal, wie sich das Ganze jetzt hier so fährt. Also anziehen tut er auf jeden Fall echt Bombe. Und bis jetzt, ja, er liegt zumindest mal auf dem Geteerten ganz okay. Wie gesagt, wir haben ihn ja ziemlich hoch gelegt. Aber gerade fürs Gelände ist das auch nicht schlecht. Jetzt hier auch mal in die Cockpit-Sicht. Hier. In 400 Metern rechtzeitig. Dem Sonnenuntergang. Oder ist es der Sonnenaufgang? Das weiß ich nie, das erkenne ich keinen Unterschied. So. In 200 Metern nach rechts. Aber so liegt er schon mal ganz gut. Ja, und den Offroad-Praxistest würde ich sagen, den machen wir einfach gleich im Rennen. Weil Offroad, ja, ist so eine gute Mischung aus hart und weich, muss man da halt haben. Zu hart darf man es nicht machen, weil dann spürst du jede Bodenwelle und dann kebelt es dich aus. Und genauso auch die Höhe natürlich muss hoch liegen. Aber zu hoch natürlich auch nicht, weil dann ist der Schwerpunkt zu hoch. Dann kommt man zum Beispiel aus so Kurven nicht so geil. Aber das haben wir ja ein straffes Fahrwerk drin. Und deswegen sollte das passen. Das heißt, er soll eigentlich nur gut federn und dann passt es. Ich würde sagen, ja, das Ding sieht doch hammergeil aus. Also mir gefällt es richtig, auch mit der Seilwinde vorne. Passt doch perfekt in den Jurassic Park, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze im Rennen schon schlägt. So, Hillside Cross Country. Ja, dann gucken wir doch mal. Genau, wir wollen unser Jeep Wrangler Rubicon im Jurassic Park. Design, Optik, was auch immer. Mit der Seilwinde. Vielleicht können wir uns ja da, wenn wir zu langsam sind, am ersten einhaken und hinterherziehen lassen. Das wäre ja auch eine Option. Alles mit Taktik, ne? Alles mit Taktik machen. Ja, Kategorie ist Offroad und wir fahren im Gelände. Wow, was für ein Wunder. So, und da sehen wir mal, was hier alles mitfährt. Der alte Willis Jeep fährt auch mit, haben wir gerade gesehen. Also hier am Start Jeep Wrangler. Dann Land Rover Defender. Dann hier, dritter Position, der Jeep Willis MB auch dabei. Also ja, die, wo man gesehen hat, Hammer H1 ist auch einer dabei. Statt gerade eine Position hinter uns. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und wir sagen, dann gucken wir mal, wie das erste Rennen so läuft. Ja, mit dem Jurassic Park Fahrzeug. Ja, Start auf jeden Fall schon mal okay.
woher man den alten Militärjeep im Weg. Der kann hier natürlich halt nicht mithalten. Der wird zwar auch getuned sein, aber ich glaube trotzdem, dass er hier nicht mithalten kann. So, uah. Okay, ich glaube, wir sind ein bisschen noch zu straff. Also ich glaube, wir müssen es ein bisschen weicher stellen, weil ich merke hier gerade echt, wie es das Auto aushebelt. Zum Teil. Uah, hier ganz eng fahren. Und ganz viele Bäume. Die sollten wir natürlich außer Acht lassen. Aber noch ist das Rennen jung und vielleicht auf dem Schotterweg ist es dann wieder besser, wenn wir ein bisschen härter sind. Das sehen wir dann gleich. Wir sind auf jeden Fall leichter, müssen wir sein. Wir haben ja einen guten Leichtbau eingebaut. Dann sollte man doch hier ganz gut, gerade bei den Bergaufpassagen, gut nach oben ziehen können. So, jetzt gucken wir mal. Ganz viele Bäume, das macht mir immer so ein bisschen Angst, muss ich ja sagen. Ihr wisst ja auch wieso. So, bis jetzt läuft es ganz gut. Oh, und da haben wir den ersten Baum mitgenommen. Ja, also es hebelt das Auto doch ein bisschen aus und wir müssen es doch ein bisschen weicher, glaube ich, stellen. Also ich habe hier echt so mein Mühenot, hier das Auto in der Kontrolle zu halten. So, jetzt geht's durch die Reben. Boah, ist das krass. Also hier muss ich echt ganz schön heftig manchmal gegenlenken. Ich weiß ja nicht, wie die Konkurrenz das sieht. Boah, hier fliegen wir ja richtig. Hier müssen wir aufpassen, hier geht es jetzt gleich richtig übel links lang. Ich komme hier nicht so geil rein. Boah, jetzt müssen wir aber pushen, wir sind gleich im Ziel. Ich bin immer noch nicht wirklich vorne. Müssen wir jetzt hier richtig gut durchkommen durch die letzten. Das letzte Stück. Boah, ganz viele Bäume. Boah, krass. Dass wir da durchgekommen sind, das grenzt hier an ein Wunder. So, Offroad hier. Ah, wir werden ganz knapp werden wir nur Zweiter. Ja, also da ist noch nicht perfekt, würde ich sagen. Prima, das war ziemlich gut. Darauf kann man aufbauen. Ja, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen, aber es ist noch nicht perfekt, auf jeden Fall. Also, wir müssen da noch ein bisschen dran rumschrauben. Vielleicht hätte ich doch die Seilwinde einsetzen sollen und mich dranhängen. Ah, wer weiß. Nee, also es ist noch ein bisschen zu hart, das Ganze. Also da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da vielleicht was hinkriegen. Auf jeden Fall einen Wheelspin, den machen wir jetzt auch gleich noch. Und dann würde ich sagen, die letzten paar Minuten der Folge gucken wir, ob wir da noch ein bisschen was schrauben können. So, ja, machen wir erstmal den Wheelspin. Den machen wir jetzt noch fix. Okay, kriegen ein bisschen Credits, was soll's. So, jetzt gucken wir mal. Auto tunen. Könnten wir hier machen. Hier machen wir mal ein bisschen breiter das Ganze. So. Stabis. Die mache ich weicher. Ich will weichere Stabis haben. Muss einfach sein, dass wir hier besser durchs Gelände kommen. Puh, Federn, die sind eigentlich okay, ne? So, vielleicht ein bisschen weicher, ein Tick weicher. Für den Offroad-Gebrauch. Aber die Höhe ist hier eigentlich okay, glaube ich. Aber wir können ja ein bisschen zurückgehen. Ein bisschen tiefer darf er ja liegen. Tieferer Schwerpunkt, weil ich glaube, aufgehockt sind wir ja nicht. Hier gehen wir doch ein bisschen wieder härter. So, passt. Das lassen wir auch. Da gehen wir etwas zurück. So, das sind jetzt viele Einstellungen, aber das sind einfach Einstellungen aus dem Gefühl heraus. Grobe Einstellungen, die einfach passen müssen. Da können wir jetzt auch keinen Langzeittest draus machen. Hier gehen wir nochmal etwas mehr zurück. So. Übernehmen das Ganze. Testen wir das Ganze, beziehungsweise hier sehe ich gerade so ein Profi-Treiber-Tar, der viel Credits bringt, der hat ja so ein Credit-Symbol und deswegen fahren wir jetzt gegen den und gegen den sollten wir auch eine Chance haben. Dann nehme ich die gleiche Stufe wie wir und dann würde ich sagen, dann fahren wir jetzt gegen den mal schnell und da können wir ja auch vielleicht ein bisschen durchs Gelände fahren. Oh, was fahre ich? Wo fahre ich lang? Oh, scheiße.
Okay, jetzt verkacken wir gegen den. Jetzt bin ich hier gerade voll falsch gefahren, würde ich sagen. Können wir den jetzt noch holen? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, durchs Gelände auf jeden Fall. So. Hier einmal durchs Gelände. Ja, der fährt halt auf der Straße. Warum auch immer. Also das müssen sie auch noch ein bisschen fixen hier im Spiel. Dass die auch mal das Gelände ein bisschen mitnutzen. Mal so ist es eigentlich easy, den jetzt zu schlagen. Weil der hat eigentlich auch ein Offroad. Warum fährt er dann nicht Offroad, ne? Das muss man nicht kapieren. Aber ja, krass. Fünfter Gang hier über 200 mit so einem Auto. Das müssen wir auch erstmal hinkriegen. Da vorne ist dann auch schon das Ziel. Dann hoffe ich mal, dass wir wirklich ein paar mehr Credits jetzt hier mitnehmen. Aber ich glaube, er fährt sich besser. Also jetzt schon einfach, ich glaube, die Einstellungen waren nicht die falschen. Auch wenn wir jetzt hier mehr auf dem Geteerten fahren. Aber das ist ja auch schon nicht schlecht. So, kriegen wir jetzt hier ein bisschen Credits oder wie sieht denn das Ganze aus? Ja, ne, nehmen wir mit. Das sind über 50.000 Credits. Da kann man sich was Nettes von kaufen auf jeden Fall. Ein bisschen Erfahrung auch. Wunderbar. So, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind eigentlich fertig. Aber jetzt fahren wir trotzdem mal hier irgendwie so ein bisschen Querfeld ein. Dann kann man das so ein bisschen einsehen, ob das jetzt tatsächlich fürs Gelände besser ist, weil wir möchten ja hier ein Offroad-Auto und kein Rennauto für die Straße haben. Jetzt hier, gibt es viel zu viele Bäume. Ja, irgendeinen nehme ich mit. Hat mich eh schon im Rennen gewundert, dass wir da in der einen Sehne nichts mitgenommen haben. So, hier haben sie eine Mauer durchgezogen. Ja, aber hier kommen wir ganz gut durch, würde ich sagen. So, auch ein bisschen hin und her schaukeln. Ja, ich glaube, die Einstellungen waren nicht falsch, auf jeden Fall. Also man kann hier auf jeden Fall besser reagieren und agieren. Dann würde ich sagen, ja, so lassen wir das. Und wir haben Fähigkeitspunkt noch verdient. Den verteilen wir auch hier. Wir haben jetzt 5 Stück. Und dann können wir jetzt hier eben dieses dauerhaft 10% Rabatt auf alle Autos im Autosalon. Das ist geil. Und das machen wir auf jeden Fall. Bam! Hammer! Wunderbar! Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen für diese Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir noch die restlichen 3 Rennen hier mit unserem Jurassic Park Jeep fahren. Das Ganze wurde gewünscht von dieser Tonne, die durch die Gegend fliegt. Nein, wurde gewünscht von Mr. Makala. Ich hoffe, man spricht es richtig aus. Auf jeden Fall bedanke ich mich und wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne ein Däumchen nach oben. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Euer Ray. Ciao, ciao.